The Bad Batch. Wir haben nur noch 3 Folgen für uns. Nach insgesamt 3 Staffeln geht die Serie zu Ende und heute in der Reaction mit viel Herz und Gefühl. Mein Herzblatt, einen wunderschönen guten Tag, Star Wars Facts. Hi, Ben, grüß dich. Tim, ey, freut mich mega, dass du hier hingekommen bist. Ja, jetzt, nur für die Folge. Nur für die Folge. Der ist extra 80 Stunden mit zu Fuß gegangen aus NRW. Ja, Fahrrad ist kaputt. Wir gucken heute gemeinsam The Bad Batch, Folge Nummer 13, sprechen danach so ein bisschen und da kommt noch einiges auf euch zu, gemeinsam auch mit Tim in nächster Zeit. Aber wir wollen nicht rumschnacken, lass uns reinstarten, ab in die Reaction. Let's go. Gibt hier übrigens eine Tradition, Tim, ne? Ja? Ja. Bin mal gespannt. Okay. Gut, nehmen wir wissen. In die Bresche. Der Sound klingt schon mal vielversprechend. Direkt ist es, ja, Pentis. So geil einfach. Es hat so ein bisschen afrikanische Vibes durch diesen Urdschungel dabei, aber dieses Bedrohliche auch, ja, beim Imperium. Ich liebe die Atmosphäre da von der Location. So geil. Also es ist sehr trostlos, ne? Jetzt hast du Omega da, die 3 Jünglinge quasi und das eine Baby. Was jetzt? Fünf Leute. Nicht bitter da eingesperrt jetzt zu sein. Ich bin Omega. Er hat auch dieses Tier noch von ihr, ne? Ich mag deine Puppe. Dr. Carr hat sie mir gegeben. Ob die noch gut wird quasi, ob die diesen Sprung schafft. Ja. Und denen sogar vielleicht noch hilft dabei oder so. Auch. Sammy und Baron, sie mögen es nicht, wenn wir so viel miteinander reden. Gehen wir, Sammy. Man gewöhnt sich daran. Wie bitter ist das alles? Ist auch sehr steril alles, ne? Ja. Das ist klar, es ist typisch Imperium. Sehr trostlos. Absolut kinderfreundlich. Geiles Bild. Mit den Wolken, diese Partikeleffekte, ne? Richtig gut. Ich habe euch schon alles gesagt, was ich über Tantes weiß. Du bekommst deine Freiheit schon. Imperiale Shuttle. Es ist... So ein Ding ist halt so groß, wenn du es irgendwo jetzt mal gegenüber Personen siehst. Und die wirken so klein immer gegenüber Sternzerstörern oder Sternen. Genau. Allein der Container. Ja, was ein Oschi. Denkst wirklich, dass wir dieser Hydro-Schlange vertrauen können? Ich kann dich hören. Nein. Hey, guck mal, der Hund der ist jetzt bei uns. Hallo Scotty, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Wir gucken jetzt aber gerade, kannst du vor dem Fernseher? Nee? Dann sehen wir jetzt einfach nichts mehr. Fang an zu reden. Jedes Schiff, das dorthin will, dockt zuerst an der Imperialen Station 003 an. Im Orbit über Coruscant. Ich freue mich richtig, dass wir jetzt nach Coruscant gehen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsplaneten. Denkt ihr etwa, ich lüge? Ja. Dass wir da noch nicht sowas wie 1313 irgendwann wirklich bekommen haben, ne? Ach, das schade. Das ist in Jedi Survivor der Anfangslevel. Banger. Und dann waren wir nur so kurz da, als Tutorial quasi. Selbst mit einem gestohlenen Shuttle und Sicherheitscodes werdet ihr nicht unbemerkt in eine imperiale Station. Aber du schon. Du bringst uns direkt auf die Station. Ich kann das nicht tragen. Das ist die Uniform eines Captains. Dann bist du wohl degradiert worden. So schnell kann das gehen. Aber sie brauchen dann ja auch irgendeine Verkleidung, so geht's ja nicht. Ja, genau. Ich finde aber auch, Rampart sieht deutlich besser aus mit dem Bart. Das macht ihn deutlich eindrucksvoller. Wie bei uns halt. Wie junge Götter. Ja, wir sehen halt wirklich sehr gut aus mit Bart. Ja. Wir wollen auch zu Weihnachten mindestens so langen Bart haben und dann weiß färben. Ja. Ist jetzt schon. Das ist das Ziel. Oh, wird mal wieder Blut abgenommen? Vielleicht hat sich ihr Blut ja verändert seit vorhin. Es ist vorhin. Zeit für deine Probe, Omega. Die anderen Kinder, wo kommen sie ursprünglich her? Ich weiß es nicht. Aber sie hat ja gesehen, dass sie das Kuscheltier wenigstens weitergegeben hat, ne? Also es ist nicht direkt so eine Antipathie, also eine Antipathie schon, aber sie weiß ganz genau irgendwie, und sie checkt genau, wo man Eingänge und Ausgänge hat. Schön hat Werkzeug eingesteckt. Mhm. Merkst richtig ihre Charakterentwicklung, ne? Ja. Selbstbewusster, mit deutlich ihrem eigenen Willen dann noch deutlich stärker folgend. Genau. Ohne Unsicherheiten. Omega mit den Versuchsobjekten interagieren zu lassen, ist unklug. Die kann ich auch was leiden, ey. Ich führe den Speicher, wie ich es für richtig halte. Ja, ein kleiner Bitch-Fight, der da. Also, das gibt noch Krieg. Und Dr. Schnurrbart geht endlich. Guck mal, der ist auch nur im Hintergrund, aber er hat so einen prächtigen Schnurres. Geiler Typ. Was ist mit den Trupplern? Kommen die hier auch mal rein? Nur wenn wir Ärger verursachen. Wir kommen nie nach Hause. Ich bin schon einmal von diesem Berg entkommen. Wie? Durch meine Ausbildung. Ich werde es wieder tun.
und ich werde euch alle mitnehmen. Das ist der Aufbau des Speichers. Das sind die Schächte in der Wand, die sechs die Druiden Stück übrigens, öffnen, ne? Worin unsere Proben verschwinden. Nur die Druiden haben Zugang zu den Luken. Ich bekomme sie auf. Wird nicht lange dauern, bis sie merken, dass du fehlst. Diese Heistmusik, diese Planmusik im Hintergrund, ne? Ich mag Herausforderungen. Ja. Also Omega hat so eine starke Charakterentwicklung gemacht. Gott sei Dank. Dass sie das als einen Angriff nimmt und die über die Initiative ergreift, richtig gut. Kannst du bei Omega aus der ersten Season keine Chance. Nee. Und da, machen die Rüstung wieder imperial. Glaubst du wirklich, dass Rampart das hinbekommt? Ich bin nicht nur durch mein Aussehen Vizeadmiral geworden. Finde ich auch. Warten, Oshi. So geil. Mhm. Auch Coruscant bei Tag und bei Nacht siehst du den richtigen Unterschied. Landung ist freigegeben am Frachtdock 5-02. Welche Sicherheiten habe ich, dass ihr mich wirklich gehen lasst? Da wirst du uns wohl vertrauen müssen. Wortwahl, Freunde. Oh, sieht so gut aus. Wie gigantisch ist das Teil, ey? Ich sag's auch diese Woche wieder. Gebt mir mehr Raumschiffszenen, gebt mir Raumschlachten, gebt mir Boden und so. Gebt mir einfach mehr Gefechte. Es sieht so schön aus mit diesen Lichteffekten. Wir haben dich befreit. Denk daran, bevor du versuchst, uns übers Ohr zu hauen. Hat er recht. Ich bin hier, oder nicht? Hat er auch recht. Uniformen sind nicht nach Vorschrift. Sollten Sie daran etwas auszusetzen haben, Lieutenant, dann wenden Sie sich doch an Gouverneur Tarkin. Jawohl, Sir. Tut mir leid, Sir. Ja, mit seinem Gammelrang macht er den Lauten, da. Ey. Tschüss, ja, macht ja so einen Wind. Der Kontrollraum ist gleich da vorne. Wir können von dort auf das Stationsverzeichnis zugreifen. Drei. Ihr werdet abgelöst. Unsere Schicht hat gerade begonnen. Würdest du gerne ein paar Rotationen in Arrest wegen Missachtung von Artikel 15 der Imperialen Verordnung Nummer 10 verbringen? Der Blick so, ich habe keine Ahnung, was er da gerade gesagt hat, aber das klingt übel scheiße. Lass mal lieber abhauen. Genau. Zeig mir das Stationsverzeichnis. Dazu brauche ich Ihre Zugangskarte, Captain. Da ist die Karte. Die nutzen die öfters. Aber nicht eine Kamera da in dem Raum oder sowas, es wird nicht überwacht. Aber wobei, vielleicht kommt ja gleich jemand. Er chillt am Handy. Zu mir, aber schnell! Ich fühl doch gerade Candy Crush, ne? Candy Crush! Ich will, dass du mir den Signaturschlüssel dieses Schiffes nachweist. Einfach hier lang! Es ist, dass das alles gut geht, ne, bei denen. Jedes Mal. Knackst du die Verschlüsselung oder nicht? Ich arbeite dran. Wissenschaftsschiff an Landebucht 8 ist für die Abreise nach Tantis vorgesehen und das bald. Das Schiff bekommt erst eine direkte Übertragung, nachdem es gestartet ist. Gesundheit. Danke. Aber das Schiff ist auf dem Weg nach Tantis. So kommen wir hin. Ihr schafft es niemals, euch da alle unbemerkt einzuschleichen. Aber ich schon. Sobald warum schafft er das jetzt ausgerechnet? Der Hunter nicht das deutlich geeigneter als? Ja. Sie werden die Comms überwachen, also halten wir Funkstille. Wir werden alle sterben. Ja, wahrscheinlich. Tantis. Oh, das sieht aber cool aus von oben. Geile Kameraeinstellung. Ja. Du merkst, die Animatoren haben sich bewusst dafür auch entschieden, diese komplette ISO-Perspektive zu zeigen. Nimmt jetzt ihr Nutella-Messer und macht da die Dinger auf an der Seite. Oder schmiert sich Nutella-Brötchen. Ich würde Letzteres machen. Wir haben noch nicht gefrühstückt, es ist sehr früh am Morgen. Okay, das ist eher so Kabelwände. Aber kommst du durch so eine Wand? Dass man so einfach abmachen kann? Ja, also das jetzt wundert mich. Ah, okay, das führt dann wirklich in einem Schacht nach oben. Von den ganzen Kacheln abgerissen. Das sieht nicht so gut aus. Stimmt etwas nicht? Easy. Jetzt haust du wieder ab? Mhm. Was hast du gefunden? Unseren Weg raus. Dass die nicht belauscht werden, dass kein Mikrofon da drin hängt, ne? Ja, es ist wirklich... Aber er ist jetzt so. Konstruktionsfehler. Da sind die gleichen Ingenieure vom BER. Oh, das sieht so gut aus! Wie sich das Schiff allein jetzt ist, ne? Ich wollte gerade sagen, dass wenn so ein Venator so klein da irgendwie ist, dann denkst du dir ja auch, im Endeffekt, das ist ja keine fliegende Stadt mehr wie ein Sternzerstörer oder Venator. Das ist ein fliegendes Bundesland. Das ist ja größer ist so. Als ein Riese, also ein Supersternzerstörer. Was sind die? 12 Kilometer groß oder sowas? 16? 16. Und da der Dyson runter. Da ist richtig Zug hinter.
Aber deswegen wahrscheinlich eher, weil er mit den Maschinen kommunizieren kann als Hilfe und er muss ja die Koordinaten senden. Das Design der Republic Commando ist wirklich so schön, ne? Diese Designs finde ich wirklich stark. Und das kennt auch jeder, ne? Also jetzt nicht nur daher, sondern eben... Wird auch Zeit! Hunter, ich bin im Schiff. Es startet jetzt gerade. Schalt die Sensoren aus. Riesige Sternbasis einfach. Das ist wirklich gigantisch. Kanonenboote wieder noch reinfliegen. Oh, kommt ihr das? Oh, holy shit, der Venator. Ey, es sieht so cool aus. Ich will mehr davon sehen. Ich habe hier ungeplante Droidenaktivität im Frachtraum. Die Annäherungssensoren sind noch nicht deaktiviert worden. Das wird so nicht funktionieren. Ihre Annäherungssensoren werden uns entdecken. Ja, das haben die gerade so... im Tenor schon mitgeteilt. Er wollte es ja nochmal. Er wollte es verdeutlichen. Ja. Es muss sich um eine Fehlfunktion gehandelt haben, Sir. Sie werden gleich sprengen. Echo schafft das schon. Mission abbrechen! Negativ. Okay. Ob das wie Crosshair ist, der das Schiff verfehlt und sowas? Easy. So geht's auch. Ja, mit ordentlich Puffer. Wenn man sich den ganzen Spaß vorher schenken können, den da reinzuschicken. Ja, Leute, das war die 13. Folge. Team, lass mal ganz kurz drüber quatschen. Wie fandst du? Gut. Hat sehr Spaß gut gemacht, ja, ne? So, auch die Welt von Bespin über die ganze Coruscant-Geschichte, über Tantas und sowas. War, finde ich, eine richtig schöne, ordentliche Folge. Zwei coole Locations, war spannend, ging total schnell rum. Ja. Also gefühlt waren das jetzt keine 23 Minuten. Ja, also ich fand, ist Omegas Charakterentwicklung super wichtig. Ich finde sie immer noch nicht perfekt als Charakter dabei. Sie kann immer noch irgendwie... Manchmal ist sie ein bisschen unsympathisch, aber irgendwie hat sie... Also das hat jetzt wenigstens Hand und Fuß, was sie irgendwie nochmal macht. Und mich interessiert es echt, ob sie rauskommt, bevor die Bad Batch überhaupt ankommt. Ich glaube ja. Meinst du? Mhm. Also auf jeden Fall, dass man sich irgendwie auf dem Gang zeitmäßig dann irgendwo trifft und die ganze... Zufall, was macht ihr denn genau, hier? Genau. Ey, sag mal, ja, ich wollte jetzt eigentlich auch los, so nach dem Motto. Ansonsten, ich sag's noch jede Woche eigentlich wieder so, immer, insbesondere so im Weltraum, wenn so Lichtpartikeleffekte dabei rumkommen, Schatten, sieht The Bad Batch einfach wirklich, wirklich gut aus. Ja. Es war eine Folge, wo mir Rampart nochmal so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Ich finde ihn herrlich unsympathisch, aber lustig, ja, dabei. Ja, ist trotzdem cool irgendwie, ne? Ja, finde ich auch. Was wir aber auch sehen, teilweise Logikfehler wieder so ein bisschen. Da muss er. Aber ich glaube, bei Star Wars im Allgemeinen musst du oftmals, ich meine, das war schon größtenteils immer so, musst du halt so ein bisschen über Logikfehler sehen können. Ja, zumindest über so kleine. Also im Inhaftierungsblock im Todesstern in Episode 4, da sind ja, glaube ich, 30 Kameras, die kaputt geschossen werden müssen. Und hier ist jetzt in diesem einen Kontrollraum im wichtigsten keine. Raum, wo irgendwelche Geheimdaten und Koordinaten und Abflüge, es ist im Endeffekt, als würdest du bei der Luftkontrolle der Lufthansa einfach keine Überwachungssysteme haben, ja, so die ungefähr checken, ob da wer zugreift oder ob da eine Kamera ist oder wer da eigentlich drin ist. Dann werden die Kinder werden nicht abgehört, wo man sich fragt, warum eigentlich nicht. Und ich finde, das ist auch Vertrauensbasis. Ja, das ist auch Vertrauensbasis, Leute. Ja. Ansonsten, was war es für dich für so eine Folge an Note? Eine gute 8. Eine gute 8 von 10? Mhm. Und bei mir war es so eine, ja, für Bad Batch schon, wahrscheinlich so im Allgemeinen eine 7 für Star Wars, aber komm mal so, also mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt Leute, die sie nicht so gut fanden, weil halt wieder etwas im sehr kleinen Rahmen nur passiert ist, also nur so ein kleinen Step nach vorne, aber ich glaube, das liegt jetzt gute Weichen für so das Finale. Genau, jetzt sind wir nicht mehr weit entfernt und dementsprechend... Zwei Folgen noch. Ja, überleg mal. Apropos Folgen. Folgt uns auf jeden Fall auf dieser Plattform. Ein sensationeller Übergang. Absolut fantastisch. Zu Tims Kanal kommt er natürlich auch. Der hat auch ordentlich geilen Content am Start. Hier könnt ihr natürlich auch rein subben und folgen. Ja, gerne. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen mit dem nächsten Video. Und am Ende treffen wir uns nochmal von Season 3 und machen noch ein geiles Review. Ja, gute Idee. Möge die Macht mit euch sein. Ciao. Ciao.